Hallo und willkommen zurück zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich wieder FC 24, die FC St. Pauli Karriere. Ja, wir sind aktuell Erster, ein Punkt braucht Hannover noch, um punktgleich zu sein. Aber Tordifferenz haben wir eine 23 und die 18. Ja, so, wir sind jetzt im Monat März. Drei Spiele. Wien, Wiesbaden, Hertha und Hannover. Und Hannover habe ich gerade gesehen, die sind weit oben. Genau, die sind Zweiter. Gegen die werden wir wahrscheinlich auch spielen dann. So, dann simulieren wir mal Wiesbaden. 15er. Die bauen wir hoffentlich vom Platz. Oh ja, die haben sehr oft verloren. Gegen uns gewinnen sie dann. Sehr schön. So spielen mal. 2-1 gewonnen. Sehr. Oh, Georg hat ein Tor geschossen. Nice. Wichtig. Ich spiele gegen Hertha. Und jetzt 8er. Ist immer noch. Ja. Ich hab. Schon wieder, wirklich jeden Monat. Wir sind. Die haben ein Spiel mehr. Deswegen müssen wir das jetzt gewinnen. Gegen Hertha. Oh, kommt, Jungs. Jetzt mal. Oh, was ist mit ihm schon wieder los? Unglücklich, was ist da los? Und ihn lasse ich auch noch spielen. Jetzt probiert Lima. E3-1. Sehr schön. Georg eingewechselt. Perfekt. Ah ne, Fassade, okay. Wenn man so man will. Nice. Was ist eigentlich mit Amenido? Hast du seinen Vertrag nicht oder was? Wo ist er denn? Amenido. Ah, sein Vertrag. Und dann gegen Hannover, zweiter Platz. Wir müssen gewinnen. Wir, egal was passiert, wir müssen gewinnen. Oh, okay, nice. Ich habe schon lange keinen Dings mehr gehabt. Kein Stellenangebot. Es sind nur noch wenige Spiele übrig. Können Sie die Meisterschaft holen? Wir kämpfen bis zum Schluss. Was erwarten Sie heute? Wir wollen den Sieg. Ganz klar. Wir müssen gewinnen. Ich will die Meisterschaft. Beeinflusst der jüngste Sieg die Moral der Gegner? Jungs haben klasse gespielt. Vielen Dank, keine Fragen mehr. Schön. So. Schauen wir mal. Oh, letztes Spiel war eine Niederlage. Das muss die Chance für uns sein. Oh, die sind ja alle nicht fit. Was ist da los? Ah. Das tut doch weh. Die noch nicht einfach mehr schießen. Das haben wir nieder. Uzinani kommt an. Ich lasse trotzdem so spielen. Wir müssen was holen. So Weltklasse 4 Minuten. Oh, Regenschulter. Lass so spielen. Dieses 6-Punkte-Spiel könnte eine erste Antwort geben. Wer behält heute die Oberhand? Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Wieso jubelt der Hannover-Trainer, wenn du an Willen Tor schießt? Keine Ahnung. Willkommen zu unserer heutigen Begegnung. Seien Sie herzlich gegrüßt. Wolf Fuß und Frank Buschmann grüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Oh. FC St. Pauli gegen Hannover 96. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Das ist oh. So gut gedribbelt und dann schießt er ihn so weit daneben.
natürlich doof. Okay. Ja, super Kopfball. Oh ja, so möchte ich das sehen, Jungs. Ha! Der war wach, der Verteidiger. Komm! Nein, erzählt er den. Das ist natürlich jemand, da hat es zuletzt einige Schlagzeilen gegeben, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel in den Boden geschickt hat. Es ist soweit, seit komm! Oh nein, wieso bin ich nicht weitergelaufen? Ich habe ihn drin gesehen, wegen dem Wasser. Boah, rot. Okay, gelb. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Das lässt keiner durchgehen. Ich bin Linksfuß. Mach dich unsterblich, komm. Gute Parade. Ja, okay. Nicht. Oh, ah. Ey, da, ich wollte zu Georg. Ich hab schon gedacht. Der Unparteiische pfeift zur Halbzeit. Gut. Ich hab schon gedacht, ein Torschuss direkt ein Tor. Okay, passt. Fünf Chancen. Oder Schüsse aufs Tor. Die müssen wir jetzt nur reinmachen. Und dann sehe ich da für uns den Sieg.
Oh, das hätte er schon gehalten. Sehr schön. Nein! Jetzt blockt er den ab. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Jetzt nicht. Ja, aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Christiansen. Oder geht an ihm vorbei? Könnte die Führung werden. Sehr schön. Wunderbare Parade. Kann auch den Ball festhalten. Stark gemacht. Da wollte ich nicht hin. Harte. Egal. Auswechseln. Metcalf. Banks. Nani. Troy. Oh, Jan ist auch noch da, stimmt. Kann mich nicht auswechseln. Weil ich so schnell bin. Okay, das sah sehr komisch aus. Halstenberg. Jetzt ist Platz für den Konter. Mannschaft rückt dann zu langsam zurück. Fast schon leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Spät, kommen Sie doch mal. Oh, jetzt kommt er mal mit seinem dummen Fuß noch ran. Hört doch auf. Jetzt kommt hier der Wechsel. Jetzt die Ecke. Klasse aufgemacht vom Torwart. Es bleibt in diesem Ligaspiel am Ende beim 0:0. Okay, geht. Dass man als Zuschauer mögen kann, aber nicht mögen muss. Ja, ja, Tore wären schon schön gewesen. Beide Teams haben uns keins gegönnt. Absolut zufrieden. Wurden am Ende noch stark in der zweiten Halbzeit. Hatte schon Angst, dass wir nur in den letzten paar Minuten ein Gegentor kassieren, aber. Nee, hat gepasst.
Warum war heute nicht mehr drin? Die Jungs haben alles gegeben. War einfach ausgeglichen. Hannover auch gutes Team. Wir wollen seit dieses Remis gegen Hannover. Beide Teams waren auf Augenhöhe. Ganz klar. Zwei Teams auf Augenhöhe, wie haben sie das Spiel gesehen? Ja, zwei gute Abwehrreihen. Das war's auch schon. Vielen Dank. Ein Punkt. Boah. Ich bin stolz auf dich, McCall. So. Dann war's das schon wieder. So. Dann die nächste. Monat haben wir dann 4 Spiele. Interessant. War schon im April. Ja, wir sind Erster. Dann hoffe ich. Video hat euch heute gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Thompson 9.